Ich studiere im dritten Semester Culinary Arts and Food Management. Ich bin gelernter Koch, bin dann für 3 Jahre in die Schweiz gegangen, nach Zürich zum Arbeiten. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, da muss noch was anderes kommen. Ich bin gelernte Köchin, habe 6 Jahre gearbeitet vor dem Studium. Viele Dinge, die wir in der Vorlesung durchgehen, die kennt man schon aus der Praxis. Das ist jetzt auch keine Pflichtvoraussetzung, dass man da irgendwie Gastro-Erfahrung haben muss. Du bekommst da ganz andere Einblicke von Leuten, die den Fokus woanders draufsetzen. Die Thematik der Nachhaltigkeit, das wird auf jeden Fall angesprochen, gerade wenn man auf Trends eingeht, dass man nachhaltiger agieren möchte. Die meisten Dozenten, die bei uns dozieren, kommen aus der Praxis. Weil wir eine kleine Gruppe sind, können wir dann immer praxisnahe Fragen stellen. Dass es ein Managementstudiengang ist, was aufbaut auf die Lebensmittelindustrie, vom kleinen Restaurant über das systemgastronomische Angebot, aber auch von der Produktentwicklung bei Dr. Oetker. Eigentlich hast du alles auf den Punkt gebracht. Ja.